Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei einer Truhe, die schon geöffnet ist, obwohl ein Schloss dranhängt. Woran das wohl liegt? Ja, ich weiß es. Ich war hier schon in der Höhle, von der anderen Seite. Und bis zu der Truhe bin ich gegangen und dann habe ich mir gesagt, nee, die Minecrawler mache ich noch nicht. Und jetzt bin ich im Sumpf. Tja, wer sagt's denn? So kann's gehen. So, jetzt brauche ich ein bisschen Heilung, ne? Habe ich hier nicht Blauflieder irgendwo? Da kann ich dir doch futtern, um gleichzeitig auch meinen Mana aufzufüllen. Denn dafür habe ich den doch, oder? Schließlich ist er jetzt auch leer. So, und bevor ich hier jetzt angegriffen werde von irgendwelchen Idioten, aka Banditen, ziehe ich mir hier schnell wieder meine Banditenrüstung an, damit ich hier nicht auffalle. So, und jetzt bin ich hier. Was haben wir denn hier? Ein Feuerteufel. Nee, da will ich nicht rein. Ich dachte, hier wäre ein Schattenläufer. Mit Schattenläufern weiß ich ja mittlerweile, dass ich umgehen kann. Ich glaube, hier habe ich schon mal gebuddelt, oder? Zur Sicherheit schaue ich nochmal nach. Nee, da habe ich schon gebuddelt. Okay, aber ich dachte eigentlich, hier in der Nähe wäre irgendwo ein Herrenhaus, dass ich da jetzt hingehen könnte. Aber nö, sieht auch nicht so aus. Nun, dann bleibt mir wohl auch nichts anderes übrig, als hier quer durch den Sumpf zu latschen. Und vielleicht die Augen offen zu halten nach Gegnern oder Banditen. War ich denn hier drüben schon und habe die Wand abgecheckt nach Höhlen? Ich glaube nicht. Das mache ich mal eben, wenn ich eh schon mal hier bin. Sonst muss ich deswegen extra mal herkommen. Und das macht dann wirklich keinen Spaß. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Nun denn. Beim letzten Mal bin ich ja da links von dem Riesenbaum lang gelaufen. Ich gehe jetzt mal rechts rum. Ach, guck mal, da ist noch ein Sumpfhai. Wer sagt's denn? Schnupperfeuer! Hey! Sumpfhai! Wie fies! Warte mal. Ich brauche mal hier Mana. Was? Warum trifft das nicht? Hat er geblockt oder was? Ist ja böse. Das darf der doch nicht. Das verbiete ich ihm. Nicht so zu plündern. Wer sagt's denn? So einfach kann's gehen. So, ich brauche 44 plus 19 macht 63. Jetzt noch 58. Warte mal. 46. 34. 22. 10. Ah, genau. 10 Lebenspunkte. Ich esse mal 2 Beeren. Die sind gesund. Ich esse viel zu wenig Obst hier in-game. Ist mir gerade aufgefallen. Ach so, ein Ruinenstück. Hier gibt's aber irgendwie nichts. Dachte, da wäre vielleicht was drin, aber nö. Hey, ich habe eine Stufe! Das heißt, ich kann jetzt zu den Magiern gehen und meinen Mana ein letztes Mal steigern fürs Erste. Bevor ich dann endlich neue Zauber lerne. Na, komm her. Oh mein Gott, hauen die rein. Oh mein Gott, hauen die rein. Nee, lass mal. Ich mach das Ganze mit Magie. Brauch ein bisschen Abstand. Ich sagte Abstand. Ja, gut. So ist gut. Verdammt. Okay, immerhin einer ist tot. Das gefällt mir schon mal. Hörst du auf? Ja, er hört auf, mich zu verfolgen. Dann schnappe ich mir einen Mana-Trank. Und vielleicht einen großen Heiltrank. Ups, das war ein reiner. Egal, was soll's. Dafür habe ich die, um im Kampf, wenn es schnell gehen muss, mich zu heilen. Von wegen, wenn es schnell gehen muss, der haut schon wieder ab. Junge, bleib mal hier! Sei doch mal konsequent! Ich meine, okay, ich will ja nicht, dass er mich ewig verfolgt, ehrlich gesagt. Aber, dass ich wieder komplett zurücklaufen muss? Andererseits, ich muss da eh hin. Was soll's. So, hier, nimm das. Ah, jetzt weicht der aus. Die Sau. So, da kenne ich nichts. Da bin ich jetzt, da war ich jetzt kurz im Prozess. Ist mir egal. Und wenn es halt ein bisschen Mana kostet, ist mir egal. Hey, da ist noch einer. Zweimal getroffen. Sehr gut. Und den Rest macht mein Taifun.
Wie immer. Also was heißt wie immer? Das ist doch zumindest mein Plan für so ein Feier. Derzeit. So. Ne? Und überhaupt. Okay. Ich fühle mich gerade ein bisschen wohl hier im Sumpf, weil ich gerade merke, dass ich mit den Viechern umgehen kann. Darum ist eine Sumpfratte, dafür brauche ich aber keinen Mana. Ich kann mich gerade nicht mehr seitlich drehen oder irgendwas tun. Ich habe gesagt, er soll die Magie wegstecken. Und mir scheint, das kann er wohl nur tun, wenn er nicht gerade im tiefen Wasser läuft. Hey, wer sagt's denn? Hier ist noch so ein Kreuz. Das nehme ich doch mal mit, ne? Und was haben wir hier? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Die Feuernessel war vorher schon. Da eine Spruchrolle. Noch eine Spruchrolle. Und das war's. Okay. Mal eben schauen. Das will ich jetzt wissen. Großer Feuerball. Hatte ich schon vergessen. Hatte ich schon Angst. Feuersturm. Das hatte ich alles schon. Eiswelle? Weiß ich nicht. Hatte ich die schon? Keine Ahnung. Großer Feuersturm. Hatte ich den schon? Ich weiß es nicht. Golem erwecken hatte ich definitiv noch nicht. Verwandlung Schattenläufer. Ah, das ist gut. Verwandlung Schattenläufer ist gut. Kebo hat ja mal geschrieben, ich könnte mich vielleicht verwandeln. Leider habe ich ja keine Verwandlung Drachensnapper-Schriftrolle mehr. Weil Drachensnapper relativ stark sind. Aber ich habe ja jetzt eine Verwandlung Schattenläufer-Schriftrolle. Und wo zum Henker kommen diese Blutfliegen her? Ich habe doch hier mal alles aufgeräumt. Hat in der Zwischenzeit ein neues Kapitel angefangen? Ich glaube ja, ne? Natürlich, dann spawnen auch neue Gegner. Na, komm her. So. Mana ist voll. Ich bin jetzt so ziemlich genau mittendrin. Das heißt, ob ich jetzt zu den Wassermagiern laufe oder zu den Banditen, ist relativ egal. Deswegen laufe ich jetzt mal zu den Wassermagiern. Denn dort kann ich dann meinen Mana nochmal eine Runde steigern. Das sollte noch für 10 Landpunkte drin sein. Ab nächstem Mal, oder ab wann? Ab 60 kostet es 2. Kostet es ab 90. Oder ab 120. Ne, ich glaube, ab 90 kostet es 3. Und ab 120 dann 4. Aber das macht ja nichts. Ich bin zwar bei 95, aber ich kriege ja ganz viel Mana durch das Set, was ich trage, durch das Priester-Set. Eigentlich ist mein Mana ja nur bei irgendwie 70 oder so, oder 75. Oder? Ich weiß gar nicht, wie viel Mana habe ich denn ohne? Das will ich jetzt mal wissen. Ich bin jetzt neugierig. Ich habe 55 Mana ohne alles. Das heißt, das Set bringt mir 40 Mana. Das Amulett bringt 10, die beiden Ringe jeweils 5 und der Set-Bonus beträgt 20, okay. 40 Mana durch die Ringe und das Amulett. Das ist schon nicht schlecht. Kann man machen. Nö. Höheren Kreis der Magie kriege ich erst im nächsten Kapitel. Oder übernächsten, ich weiß es nicht. Was machst du denn? Wo laufst du denn hin? Was ist denn los? Ach so, ich dachte schon, da ist ein Gegner. Und ihr wollt mir die Erfahrung klauen. Ich will meine magische Kraft steigern. Aber ihr seht, der Bug, vor dem ich Angst hatte. Ah, genau, jetzt bin ich bei 60, Mann. Ah, okay, ab 30 kostet es 5. Und ab 60 kostet es dann... ab 30 kostet es 2 und ab 60 kostet es 3. Nun denn, ich habe 100 Mana. Habe ich noch einen Blauflieder? Ja. Damit habe ich jetzt meine 100 Mana voll. Ich kann 4-mal zaubern. Yay! Sehr geil, ich kann 4-mal zaubern. Okay, so, was habe ich hier noch zu tun? Ich habe hier noch zu Snuff zu gehen. Für seinen Hammer, für sein Rezept, was er kochen möchte. Und ich glaube, ich sollte mich langsam mal mit dem Skinner hier anlegen. Denn früher oder später werde ich mir das mit den Banditen hier verscherzen müssen, wenn ich zu Raven reingehe. Und eigentlich sollte ich gucken, dass ich möglichst alle vorher mal verprügelt habe, um die Erfahrung zu kriegen. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ausgezeichnet, dann mache ich das mal fertig. Hier. Du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Ach, und wenn ich dir nochmal helfen kann, alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Oh, das ist ja lieb. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Verstehe. Das Problem ist nur, die ganze Erfahrung, Information, die er mir geben könnte,
zumindest bis hierher, ist die über die Leute, was sie von Esteban halten. Das heißt, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ich habe Sumpfkraut für dich. Ha. Warte mal, wie war das denn? Irgendwer meinte doch... Der grüne Novizen, der kann sich an nichts erinnern. Irgendwas... Wo kriege ich das denn her? Wie kann ich ihm denn helfen? Wer kann mir denn da weiterhelfen? Weiß ich gar nicht. Da muss ich mich mal schlau machen. Das wüsste ich schon gerne. Goldhacken will ich nicht lernen. Bringt mir nur ein bisschen Geld. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich brauche 55 Leben. Jetzt sind es noch 40. Noch 20. Ah, vollgeschätzt das. Stärke plus 1. Das schnappe ich mir auch mal rein. Das ziehe ich mir auch mal voll rein. Das ziehe ich mir voll durch. So, müsste ich jetzt nicht geheilt sein? Was? Noch 5? Warum kriege ich jetzt noch... Warum? Hä? Was? 5? 5 Leben mehr, als ich dachte. Okay. Aber was soll's. Ich heile mich mal eben hier noch. Also, ich wollte mich hier komplett hochheilen. Was ich, wollte ich gerade sagen? Und ich sehe gerade, ich habe seit der Anfang der letzten Folge nicht gespeichert. Das ist nicht gut. Aber ich speichere hier. Skinner. Hey. Warum wächst du dich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Doch. Nein, sag nichts. Du willst verprügeln. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Kann ich ihn in die Ecke drängen? Das wäre cool. Und dann kann ich nämlich den hier machen. Holy moly, nicht schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Oh, verdammt, so knapp. So knapp. Was mache ich denn hier falsch? Ich könnte weglaufen und Magie versuchen. Das mache ich mal eben. Komm, Skinner, steh auf. Hoch mit dir. Hey. Zack, 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 zack. Das kennen wir alles. So. Komm mal mit. Kommen Sie mal her. Ich dachte, er ist hinter mir und habe schon mal blind losgeschossen. Was habe ich jetzt? Nee, ne? Ich habe nur den einen erwischt. Was? Verdammt! Ich habe noch einen erwischt. Sorry! Wollt ihr nicht wehtun? Oh, und jetzt kommt Skinner. Ach, Mist. Ah, das muss doch gehen! Ich habe ihn so knapp... So knapp vom Tod hatte ich ihn. Jetzt komm mal her! Das war doch gelacht. Ich ziehe einfach schon mal die Magie. Geh bloß weg mit deiner Magie. Na bitte. Okay, das funktioniert nicht. Warum wächst du mich? Ich muss die Magie im Gespräch ziehen. Ich wette, du weißt es nicht mal. So, dann laufe ich weg. Zieh meine Waffe. Und jetzt können wir kämpfen. Das will ich dir wohl schaffen. Das gibt's doch gar nicht. Immer schon. Tatsächlich, guck mal. Ohne eine Schramme gekriegt zu haben. Meine Güte, so einfach kann's gehen. Was habe ich mich doch angestellt vorher? Truhenschlüssel zu Skinners Truhe, nehme ich an, die hier steht. Da bin ich immer gespannt, was der dabei hat, also was er so hat. Mein Elixier, ein bisschen Gold. Ja, oh, kann man machen. Ist das Gold, was ich in der letzten Folge ausgegeben habe für Sumpfkraut. Genau. Okay, so, das wäre erledigt. Dann, werde ich mal versuchen, zu Raven reinzukommen. Ja. Ich will zu Raven. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Ich habe alles von mir hergeschoben. Ich habe alles andere gemacht hier. Ja, aber früher oder später werde ich einfach rein müssen zu Raven. Da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt gucke ich doch einfach mal, ob sie mich reinlassen, nachdem ich Bloodwind umgelegt habe. Und übrigens, nachdem ich den Skinner gerade getötet habe, sollte ich vielleicht noch speichern. Du schon wieder? Du nervst. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwind? Yep. Boah, das ist ja... ja. Nein, ich meine, du kannst durch. Yep, das ist Bloodwinds Kopf.
Das hast du sehr richtig erkannt. Okay, aber hier drin brauche ich dann doch ein Licht. Jetzt fehlen mir 85 Mana. 75. Wo kriege ich 10 Mana her? Ich kriege 10 Mana. Hier, von einem weißen Rum. Geht doch. So. Ich laufe mich ja immer hier gerne außen lang bei diesen Wegen. Weil da immer so ein bisschen was versteckt ist. Das war ja am Anfang, als ich hierher kam, was erinnert bei den Wassermagiern. Bei dem Tempel. Da war es ja genauso. Ich sollte vielleicht mal meinen Fernkampf ziehen, um Gegner zu erkennen rechtzeitig. Ravens Knecht? Was zum Henker? Was ist wer oder was ist Ravens Knecht? Kann ich mit dem reden? Nochmal Ravens Knecht. Was? Zombies? Okay. Zombies. Raven hat Zombies, die für ihn arbeiten. Oder hier beschützen und so. Habe ich schon erwähnt, dass es ziemlich cool ist, wenn man viermal zaubern kann? Das ist viel besser als dreimal. Aber hallo. Oh mein Gott, bin ich gerade mächtig. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Leider haben die nichts dabei. Schade. Nun, das Schöne ist ja, ich mache ja Flächenschaden. Das heißt, ich werde mir jetzt hier einfach mal alle schnappen. Und weil die so langsam sind, ist es doch gar kein Problem. Ich kann da einfach weglaufen. Ich muss nur gucken, dass ich sie irgendwie... Ernsthaft? Oh mein Gott, habt ihr wenig Ausdauer. Das waren doch gerade vier. Genau, da ist noch einer. So, einmal alle zusammen bitte. Sehr gut. Dann brauche ich etwas Abstand. Etwa so. Und zack. Vier auf einen Streich. So macht man das heutzutage. Jaha. Gefällt mir. Oh, ich fühle mich gerade so gut. Ich habe mich auch schon so gut gefühlt, als ich von 2 auf 3 Zauber hoch bin. Aber ich weiß nicht, 4 fühlt sich irgendwie... Da ist nicht so holen. Mächtiger an. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt eine glatte Mana-Zahl habe und nicht mehr mir überlegen muss, wie ich meine Tränke trinke. Kann auch sein. So, ich sammle hier mal das ganze Zeug ein. Ist leider eine Sackgasse, wie es aussieht. Ein Trank... Ein Lederbeutel, sehr gut. Noch ein Lederbeutel. Hui, da gucke ich doch gleich mal, wie viel Gold ich hier krieg. Und mal wieder 2 Spruchrollen. Hey. Gefällt mir. So, was haben wir denn hier unten an Lederbeuteln? Hier sind keine. Das ist nur der Tabak. Und hier einmal 100. Und dann nochmal 75. Und das war's auch schon. Okay. War ja jetzt nicht so viel. Na egal. Kronstöckel. Hey, das ist gut. Ein paar Tränke. Ist das was? Ah, ne, das ist nur ein Riss im Altar. Okay, dann bin ich hier eigentlich durch, oder? Das kommt mir so seltsam vor, dass es hier so eine Sackgasse ist, wo es nichts gibt, außer ein paar Zombies und ein bisschen Zeug. Ich schaue mich ja nochmal ein bisschen um. Aber mir scheint tatsächlich, das hier ist ein totes Ende. So, Leben voll, Mana voll. Das heißt... Moment, was sind das eigentlich für Dinger hier? Kann ich mit denen irgendwas tun? Nö. Noch nicht mal Fleisch braten kann ich hier. Das wäre das Einzige, was mir so einfiele. Da hinten... Liegt hier irgendwas? Das sind immer so die beliebten Verstecke. So hinten in der Ecke, wo man nicht hinguckt, wo man nicht hingeht normalerweise. Ich glaube, das hier ist eine Truhe, oder? So wie das aussieht. Ja, guck mal. Die mache ich mal noch auf. Rüstung von Raven's Garde. Wer die Rüstung trägt, gehört zu den Banditen. Das soll dann wohl bedeuten, dass ich ohne Bedenken die Banditenrüstung ablegen und die Leibgarde-Rüstung anlegen kann. Sehr cool. Das heißt, ich halte jetzt noch mal ein bisschen mehr aus, wenn ich mich zu Raven begebe. Und